Ist das nicht schön? Also, ihr beiden, es freut mich, dass wir es geschafft haben, uns hier mal wieder zu dritt zu treffen in dieser virtuellen Welt. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema, weil es geht darum, okay, wo leben wir? Ist es eine Matrix? Wenn ja, wer hat sie geschaffen? Wer steuert sie? Und wozu und warum? Und welchen Teil haben wir in dem ganzen Hokuspokus-Kasperle-Theater, das sich immer mehr gerade zur Tragödie entwickelt? Die Komödie kommt hoffentlich nicht zu kurz, aber für manche ist es mittlerweile eine Tragödie. Aber wir wollen es auf jeden Fall durchschauen, egal welches Theaterstück hier aufgeführt wird. Und wir wollen irgendwie ein bisschen näher kommen, wer denn die Strippenzieher sind und vor allem, was ihre Methoden sind, wie sie das machen. Und zwar jetzt mal ein bisschen feiner, als nur irgendwie zu unterteilen in Deep State und die vom gelobten Land, die Guten und wie auch immer. Also das ist jetzt mal so grob das Thema. Seid ihr damit einverstanden oder kommt euch schon das erste Bauchweh? Einen wunderschönen guten Morgen, Katharine. Ja. Jawohl. Liebe Guten Michael, liebe Morgen. Katharine, guten Morgen erstmal, ja. Oder Mahlzeit, könnte man fast schon sagen, weil es ist Ja, ja das schon war Mahlzeit gerade, genau. 11:11 Uhr. Also Michael, wie ich sehe, du hast ja schon ein Smoothie gemacht und wir hören ja von allen Seiten, dass sie irgendwie schon vorbereiten auf Mangel, auf Lieferketten und so weiter, Engpässe. Das heißt also, wir werden uns in Zukunft wahrscheinlich alle dann von deinem Smoothie, nicht von deinem, von unserem Also ich kann eigenen keinen Mangel ernähren. erkennen. Ich kann beim besten Willen keinen Mangel erkennen. Genau, wir gehen dann in den Wald oder in den Garten und pflücken unseren Löwenzahn und so weiter und dann machen wir uns einen Smoothie und wir werden nicht verhungern. Also das ist schon mal die gute Nachricht am Anfang, oder? Erstens das, zweitens wirst du rank und schlank und drittens bist du hellwach im Kopf. Alles klar, gut, davon werden wir jetzt profitieren. Ihr Lieben, ihr zwei, wer fängt denn an? Ich habe in das ganze Ding hineingestreut diese Videos vom Knopfloch, die mich ja wirklich sehr inspiriert haben. Das ist nicht ganz neu. Wir wissen, dass die Zuversicht hat darüber schon gemacht und Stolen History und die Tartaria und so weiter, die Videos über die Tartaria. Es gibt also da schon einiges. Und wie ich gemerkt habe, Michael, hast du parallel, das ist ja immer die Synchronizität, hast du Sendungen gemacht, sowohl mit dem Bernhard, wo es um die Hülle ging und also die Materie und die Seele, also die Eins als Seele, was nicht die Psyche ist. Das hat mich besonders gefreut, dass da endlich mal einer unterscheidet, weil das mache ich schon, versuche ich schon seit Jahren, die 1 und die 4, also das ist von dieser Seite, auch von der Kabbala-Seite. Dann hattest du noch einmal ein Gespräch mit dem Komputisten, sage ich jetzt mal, Komputistenkenner. Ja, und Marc, du bist sowieso immer dabei, das Ganze dann wieder historisch aufzudröseln, was wir ja auch mit dem Falco versucht haben. Wo fangen wir an, ihr Lieben? Keine Ahnung, also ich würde auch gerne Marc einen Vortritt lassen. Ja? Nämlich an der Stelle möchte ich einfach mal was sagen. Also auch diese ständigen Kommentare bezüglich ins Wort fallen. Das ist bei uns absolut kein Problem. Also wir uns drei, ja, das stört uns drei nicht. Ja? Das kann zwar in der Aufnahme ein bisschen schwierig werden, aber dass es ein für alle Mal erledigt ist, das ist absolut gewünscht. Es gibt konstruktive Unterbrechungen, es gibt schlechte Unterbrechungen. Wir gucken, dass wir in der Konstruktivität bleiben. Ja? Ja, So, wo fangen wir an? dem ist nichts Jetzt, ja. hinzuzufügen. Bitte? Dem ist nichts hinzuzufügen, genau. Gut. Also, ja, du hast es richtig aufgegriffen. Ich bin auch schon längere Zeit über Kanäle in diese Tartaria-Geschichte eingetaucht. Das ist mittlerweile bei mir schon ja, über 1,5 Jahre her, als ich den Kanal von John Levi kennengelernt habe, der da meines Erachtens nach der Erste ist, der da einfach auch Fotomaterial und extrem viel Bildmaterial da ausgräbt, ja, und dann auch die dementsprechenden Stories dazu bringt. Ja, der lässt auch nicht locker. Also ich habe den abonniert. Du kriegst da wirklich jede Woche Nachschub und immer wieder neue Erkenntnisse diesbezüglich, was das offensichtlich mit dem Geschichtsbild, so wie wir es haben, eben etwas nicht stimmt. So. Parallel, und das kam über den Kommerz, ja, weil wir uns mit dem Begriff der Zeit im Sinne des Kommerzes beschäftigt haben. Da kann ich mal kurz was einblenden. Boah, da gibt es nämlich ein Buch. Quatsch, das ist Ursprung und Quatsch. Gegenwart. Warte mal, wie heißt der Autor? Ursprung und Gegenwart und wie hieß der Autor? Es gibt das, da ist auch grau, Verzeihung. Forschungen. Forschung aus Staat und Recht, Günter Winkler, Recht und Zeit. Okay. Ja, also ist ein Bezug da, ja, zwischen Recht und Zeit. Das heißt, Ja. das Zeitthema war schon relativ schnell eigentlich bei uns in der Wahrnehmung drin. Und dann hat man sich einfach mit diesen Zeitgedanken mal so auseinandergesetzt. Du kommst zwangsläufig zum Kalender, du prüfst Begriffe, da kommt dann auch raus, was Kalender tatsächlich bedeutet, welche Bedeutung dieses Wort hat. Ja, kann man ja mal prüfen, Kalendarium, warum das so heißt. Ja, schuldlos. Michael, zum Schuldlos. Thema Zeit und Kommerz.
Das braucht man auch, damit man eine Bemessbarkeit hat und damit man ein Ablaufdatum hat, auch damit dieser Mangel überhaupt erzeugt werden kann. Ne? Weil ohne Zeitmangel haben wir überhaupt keinen Mangel. So ist das, genau. Das heißt also, man muss die Menschen dazu bringen, dass sie ein Zeitsystem annehmen, und daraufhin kam natürlich das Thema der Komputistik. Wie sind Kalender erstellt worden? Wodurch sind Kalender erstellt worden? Und da fiel mir dann irgendwann, oder haben wir Zugang zum Volker Düppers bekommen, und wie man jetzt an den drei Videos wunderbar erkennen kann, steckt dahinter also nicht nur einfach eine Idee, dass man sagt, ich teile das jetzt hier in 24 Stunden ein und das ist der Montag, sondern da steckt eine, wie soll ich das sagen, eine Idee dahinter, die in einer unglaublichen Genauigkeit, in einer unglaublichen Komplexität, ja, die Natur abbildet in Form eines zeitlichen Ablaufs, was wir dann heute als Kalender an der Wand hängen haben. Ja, Michael, darf ich da nur nachfragen? Also mir fiel das Wort Taktung und Rhythmus natürlich ein, dass statt eines natürlichen Rhythmus haben wir eine äußere Taktung. Aber nur damit du das noch kurz erklärst für die, die vielleicht die Sendung mit dem Volker nicht gesehen haben. Komputistik geht viel weiter zurück als der erste Computer. Ne? Kann man das noch kurz mal? Das ist ein Begriff aus dem Altertum. Ja, also die Komputisten waren schon immer diejenigen, die so ein bisschen abseits der Normalität, sage ich mal, eben im Hintergrund diese Berechnungen durchgeführt haben, anhand der Sonnenläufe, der Mondläufe, der Mondzyklen, der Sonnenzyklen, das spielt da alles eine Rolle mit rein. Und die Kalender, das war schon eigentlich sehr, sehr früh dann auch im Interesse der Menschen selbst natürlich. Ich habe nichts gegen Kalender, also Kalender macht schon Sinn, ja, also im Sinne des Ertrags. Also wenn du jetzt die Ernte ausbringst, wann du es einfährst, wann ist der beste Zeitpunkt im Jahr, da hat ja jede Region so seine bestimmten Zeitbereiche, ja, wo das gemacht wird. Das wird bei uns ja auch nicht anders gemacht. Also ich setze meine Tomaten auch, also ich ziehe die im Februar und bringe die nach den Eisheiligen dann raus. Ja, dann kommen die raus an die frische Luft oder im Gewächshaus dann einen Monat früher, da kannst du die Eisheiligen überbrücken. Aber du hältst dich ja logischerweise an diese natürlichen Abläufe, an diese natürlichen Gegebenheiten. Und da macht ein Kalender dann schon Sinn, dass du dir ungefähr irgendwie diesen Ursprung oder Zeitraum praktisch dann anhand eines Mechanismus dann ablesen kannst, um eben bestimmte Dinge in der Natur durchführen zu können. Was mir da auffällt, Michael, ist, dass vielleicht am Anfang es den Anschein gehabt hat, ob das jetzt so war, weiß ich nicht, dass der Rhythmus der Natur der ist, der vorgegeben hat, und die Komputistik ist ihm sozusagen gefolgt oder hat sich dem untergeordnet. Ja. Dann gab es, denke ich, eine Bifurkationslinie, wo das eine das andere überholt hat. Und jetzt haben wir genau umgekehrt. Jetzt haben wir so gut wie gar keinen natürlichen Rhythmus mehr. Wir haben nur noch Taktung. Die maschinelle Taktung hat sich über den Rhythmus komplett drüber gestülpt. Und mittlerweile gibt die eine das andere vor. Genau. Bis dahin, dass das vorgeschrieben wird, wann eine Mutter ihr Kind zu gebären hat oder wann das Kälbchen wirft und so weiter. Genau. Oder wie alt du wirst. Ja, das wird was du für eine Lebenserwartung hast. All das ist dann im Prinzip vorgegeben. Rentenkasse macht das ja auch, die sagt 45 Jahre Wartezeit, sind erstmal eingeplant, ne? Woher die 45 Jahre nehmen, frage ich mich auch immer wieder, wie kommen die an 45 Jahre, sind auch meine, oder? Aber nein, sind sie nicht, das ist komputistisch, gregorianisch berechnet, das heißt also auf Grundlage des Zeitsystems laufen einfach die Prozesse ab, und das ist auch das, was so unscheinbar immer daherkommt, also wenn ihr eure Post aufmacht, dann hat ja jeder Brief ein Datum, ja? Und Datum, kann ich nur nochmal sagen, bedeutet übersetzt eben die Gabe oder das Opfer. Im Kalendarium des Schuldbuchs. Das ist jetzt super, Michael, weil dadurch haben wir jetzt eine Diagnose. Und jetzt spiele ich den Ball nämlich zu Marc, weil, Marc, jetzt wissen wir, irgendjemand hat irgendwas gemacht. Wir kriegen eine Ahnung, was gemacht wurde und wie perfide es ist. Das geht natürlich jetzt noch weiter. Die Frage, ob wir wirklich auf einem rasenden Ball durchs Weltall geschossen werden, ist eine Frage. Ob wir vom Affen abstammen, haben wir schon geklärt. Ob es einen Äther gibt oder ob der depperte Einstein mit seiner raushängenden Zunge recht hatte und es gibt keinen Äther, sondern nur Relativität. Das sind jetzt alles so Dinge. Aber Marc, können wir mal vielleicht, wir waren ja schon letztes Mal dran, die Frage, wer macht das, da gehen wir nachher später drauf ein. Aber die Frage ist, ab wann wurde das gemacht? Denn wir glauben ja, das ist ja seit Jahrtausenden, und wir haben ja letztes Mal in unserer Sendung schon gesagt, könnte es sein, dass das Ganze viel, viel jünger ist. Und da kommt jetzt der Historiker Marc zu Wort. Ja, wir können jetzt mal die nicht alternative Sichtweise nehmen, und dann ist es mindestens 3.000, 4.000, 5.000 Jahre alt. Also wenn man mal nach der Kabbala beziehungsweise nach den Zahlen spielen und den, du hattest das in dem Video mit dem Volker Düppers eben genau besprochen, dann sind wir irgendwo im Bereich um die 5.000 Jahre, was zumindest die Kabbala, die Tora und andere Dinge hergeben. Es kommt immer darauf an, wen nimmst du als Startpunkt oder wen nimmst du als Referenzpunkt für die Zeitzählung? Ja?
Wenn du wahrscheinlich ins Indische gehst, dann hast du nochmal eine andere Zählung. Zwar irgendwo immer wieder dieselben Zyklen, weil du musst diesen tatsächlich diesen Kreislauf des Lebens, also der immer wieder abläuft und das unendlich, den musst du natürlich irgendwo nehmen. Aber wann die ihren Zeit- oder ihren Bemessungspunkt reinstecken, also wann die ihren Stab in den Boden reinstecken und sagen, das ist jetzt hier der Startpunkt, das ist äußerst schwierig festzuhalten. Also hier im Westlichen gehen wir davon aus, dass wir irgendwo um die 3.000, 4.000, 5.000 Jahre sind, bevor der Mensch vom Baum runtergekrochen ist, aus Afrika natürlich, und dann hier angefangen hat, Tempel und Pyramiden zu bauen. So, ja, Satire hier aus. Natürlich beachten musst, dass es auch, wenn jetzt Bernhard P. Wirth anguckst, der sagt, es gibt mehrere Schöpfungsgeschichten, da laufen also mehrere Prozesse ab, dann ist das auch absolut kein Problem, eine Hintereinanderschaltung verschiedener ich sag mal, Zustände da abzulesen. Ja, also das geht. Ja. Und das würde jetzt wiederum dazu passen, was über John Levi, über die Zuversicht, ja, da jetzt so ein bisschen so mainstream-gerecht, sage ich mal, jetzt rausgehauen wird, ja, weil dann einfach offensichtlich mehrere Reset-Punkte erkennbar sind. Also ich bin jetzt mittlerweile der Meinung, da gibt es halt immer wieder so widersprüchliche Sachen. Ja. Zum Beispiel, ich habe einen Bekannten, der hat einen Betrieb in der sechsten Generation. Das sind also sechste Generation, da bist du jetzt nicht im Jahr 1875 oder 1840, sondern du gehst noch ein Stück weiter zurück. Ja? Da gibt es eben auch Urkunden darüber, und das ist sein Stammbaum, seine Familiengeschichte, die da eben dahinter steht. Ja? Und das wurde dann auch sehr, sehr intern, sage ich mal, wurden dann auch die dementsprechenden Inhalte dort auch überliefert. Das heißt also, Wissen wurde dort innerhalb dieser Familie auch transportiert. Da gibt es zig Beispiele, wo das der Fall ist. Dann würde das jetzt regional hierher gar nicht passen. Das heißt also, du hast diese Dokumentation eines Resets nicht. Natürlich kann man hergehen und sagen, okay, da war ein Vorfahre und die Urkunde wird halt irgendwie da auf Papier festgehalten und damit hast du irgendwas. Aber dort glaube ich jetzt nicht, dass dass da irgendwo ein Break oder ein Reset innerhalb dieser Familienlinie, sage ich mal, dokumentiert wäre. Was eben auffällt, ist, dass es nur bestimmte Punkte sind auf der Erde. Ja? Ich habe das auch gesehen in Paris, ja, dass die Straßen eben mit Schlamm bedeckt sind, gleichzeitig die tollsten Gebäude daneben stehen. Das sind alles Dinge, die passen nicht zusammen. Wenn wir das, ich sag mal, wenn ich das vor 5 Jahren angeguckt hätte, solche Bilder, ja, wäre mir das gar nicht aufgefallen. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich habe das angeguckt und gesagt, wow, guck mal, und von da. Und da bist du vielleicht mal bei irgendeiner Führung dabei gewesen. Ich war mal im Vatikan drin, im Petersdom, und habe mir da so eine Touristenführung mitgegeben und dann ein paar Kapellen, ne, wo da oben das Dach offen ist und es nie reinregnet aus irgendwelchen Gründen. Ja, genau. Dann glaubst du das natürlich, was sie dir da erzählen, ja? Und denkst ja, boah, das ist so eine Pracht, uralt und oh, ne? Und jetzt kommt einer daher und sagt, das kann auch nur 150, 200 Jahre alt sein, und denkst, stehst du erstmal da und denkst, Moment mal, das passt jetzt überhaupt nicht mein Weltbild. Dann guckst du die Bilder doch mal an und plötzlich stellst du fest, wow, ist sehr, 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 sehr merkwürdig, muss ich mal ganz klar sagen. Ich erinnere mal so ein bisschen noch an die Mandela-Effekte, die wir ja auch hatten, ja? Dass nach hinten Dinge auch geändert werden können. Ja, die dann in der Wahrnehmung zwar anders sind, aber oder sich praktisch mit den vorgezeigten Fotos, an die wir uns eventuell erinnern, nicht decken. Also da gibt es so viele Mechanismen, die da mit reinspielen. Das kannst du mit Sicherheit auch alles kollektiv machen. Ja. Ja, Marc, du warst bei deinem zweiten Teil, gell? Du wolltest ja noch nicht die Nicht-Alternative oder die alternative Sicht. Jetzt könnte man, genau, dass wir so viele Möglichkeiten haben, oder was mir jetzt in der letzten Zeit so durch den Kopf geht, wenn ich mir alleine diese Thematik anschaue, im Urhebräischen heißt es ja auch, dass es ein sogenanntes Urlicht gibt. Und dieses Urlicht gibt es dann in verschiedenen Ableitungen und entwickelt sich weiter, wenn ich das jetzt so richtig wiedergebe. Wenn nicht, dann bitte korrigiere mich. Aber könnte es denn nicht sein, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das, was wir als Materie wahrnehmen, wir sagen ja auch, Gedanken sind geronnene Materie, oder andersrum, Materie sind geronnene Gedanken. Mag es denn nicht sein, dass das irgendwo verschiedene Zeitlinien gibt und wir trotzdem auf demselben großen Spielfeld sind und dass wir aber verschiedene Wahrnehmungspunkte haben, oder beziehungsweise wir nehmen nur gewisse Frequenzen wahr und gewisse Dinge könnten doch theoretisch auch nebeneinander gleichzeitig laufen. Dann haben wir wieder verschiedene Zeitstrahle, die aber, jetzt ist das natürlich schwierig wieder zusammenzubringen, aber die an einem gleich und oder an demselben Ort sind. Ja? Also ja, sprich, nehmen wir uns jetzt mal Rom. Ja? Rom hat gewisse Gebäude
und die sind stehen geblieben oder sind vielleicht in gewissen Szenarien überall gleich, weil sie so stark von der Energie sind und so stark auch von diesem Urlicht, dass das hier über mehrere Frequenzbereiche einfach da ist. Könnte auch bei den Städten der Punkt sein, weil es einfach wichtige Dinge sind, andere Sachen. Auch viele Menschen zusammen, ja. Das heißt also, viele Menschen repräsentieren das, was sie sehen, ja, logischerweise, und spiegeln das praktisch über ihren Kopf in ihre Gedanken rein. Und das ist halt der Grund, warum diese Serie, die du da mal angesprochen hast, mit Zukunft ohne Menschen, wo die Welt verfällt, ja, das ist für mich der größte Quatsch, den es überhaupt gibt, weil wenn keine Menschen mehr da sind, gibt es auch keine Erde mehr. Also das ist jetzt alles total spannend. Ihr Lieben, bevor wir gleich in die ganz, ganz, bevor ich jetzt irgendetwas herbei bemühe, sage ich jetzt mal, was vollkommen abgehoben ist, wo wir überhaupt nicht verifizieren können, ob es so ist oder nicht, würde ich erst einmal auf der Indizienebene Hercule Poirot spielen und euch mal kurz mitteilen, was ich anhand der, ich bin eine Frau, ich weiß, aber egal. Also was ich anhand der Videos... Ich habe bis jetzt 5 Episoden geschaut, beziehungsweise eine auf Englisch. Was ich so für mich jetzt mal als Essenz an euch weitergeben kann, was die Indizien für mich sind. Ja? Hier gibt es Gebäude, die für mich niemals von dieser Bevölkerung erbaut worden sein kann. Auch nicht, manche haben gesagt, ja, kann es sein, dass die früheren Menschen entwickelter waren? Ich glaube, also so entwickelt können die gar nicht gewesen sein. Ich glaube, wir haben es hier tatsächlich mit einer so einer freien, nicht nur freien Energie, sondern einer so einer überdimensional fortschrittlichen Zivilisation zu tun, dass das, meine ich, nicht menschengemacht ist. Das ist jetzt einfach nur eine Hypothese von mir, weil da ein Wissen drinnen ist und auch Möglichkeiten, die wir einfach nicht haben. Das ist das eine. Das andere ist, egal ob jetzt Belichtung hin oder Belichtung her, was da manche argumentieren, es ist kein einziges Leben auf diesen Fotos, kein einziges. Das ist völlig, also nicht mal energetisch belebt und das passt auch überhaupt nicht zu den Gebäuden, das hast du auch gesagt, Marc. Das heißt also, für mich ist die Frage, wenn danach auf einmal eine Bevölkerung in die Städte hineingeschleust wurde, woher kamen die? Warum auf einmal so viele Waisen, warum auf einmal so viele Babyfarmen, ja, in diesen Frühchen-Inkubatoren, gab es da einen Bevölkerungsaustausch und diese ganzen Gebäude wurden umgeformt, das haben wir letztes Mal schon gehabt, Marc. Es wurden die ganzen, also es, diese Gebäude dienten der Energiegewinnung, waren natürlich auch eine Huldigung an das Göttliche, aber sie waren ein Klangkörper, ein architektonischer Klangkörper, sie waren architektonische Musik. Und das haben dann die Gfraster, ich sage jetzt mal die Gfraster, weil wer das jetzt ist, die Komputisten oder wer auch immer, haben das alles vernagelt, haben alles dicht gemacht. Darüber hatten wir letztes Mal schon gesprochen, Marc. Sie haben überall Glas rein oder haben es zubetoniert, sie haben es zugeschüttet. Sie haben also diese Energiefrequenzen alle vernagelt. Und wenn, das heißt also, sie haben verhindert, aktiv verhindert, dass die Energie auf der Ebene schwingt. Sie brauchen aber Energie. Und jetzt meine Hypothese, ja, ist, dass sie die Menschen ab dem Moment als Ersatz, also als Energie, als Energienahrung benutzt haben, als Energieversorgung benutzt haben, sowohl als Arbeitskraft und vielleicht sogar weiter, ich will jetzt da nicht zu sehr in die Fantasie anregen, aber auf jeden Fall der Mensch war der meiner Meinung nach dann in der Zukunft als Sklave der Energieträger und ich rede von etwas, das ist vielleicht, keine Ahnung, vielleicht nur 100 Jahre her, also um 1900 anscheinend, also Anfang 20. Jahrhundert gab es auch noch solche Gebäude. Also reden wir von etwas, was vielleicht nur 100 Jahre alt ist und der Rest wurde uns alles nach hinten aufoktroyiert oder hineingepflanzt. So, das ist natürlich starker Tobak, aber könnt ihr damit was anfangen? Ja, ich habe Bilder gesehen, da wurden im Westen, also Amerika, da konntest du dir Kinder per Post schicken lassen. Genau. Ja, also da gibt es ein Bild, wo der Postbote praktisch so ein Kind in der Tasche hat und das wurde versendet. Also ich kann es nochmal sagen, also es wird, was eben auffällt, sind die Zusammenhänge, die sich aus den Bildern ergeben. Du hast auf der einen Seite diese monumentalen architektonischen Meisterleistungen, anders kann man es ja nicht sagen. Das in einer unglaublichen Pracht, in einer Schönheit, in einer Gewaltigkeit, in einer Monumentalität dasteht, wo man sagt, unfassbar. Ja, okay, uralt und So, im krassen Gegensatz dazu eben die Straßen,
mit teilweise, ja, also nichts, kein Pflasterstein, nichts, so wie wir es vielleicht aus dem Altertum kennen. Also ich kenne so alte Dörfer, wie jetzt zum Beispiel Dinkelsbühl, ja, wenn du dir sowas anguckst, oder Rothenburg ob der Tauber. Und so mittelalterliche Dörfer, die noch eigentlich komplett intakt sind, da die Innenstädte anguckst, da sind die Straßen gepflastert. So. Das fällt auf. Das Zweite, was auch, oder das Dritte, was auffällt, sind einfach die technischen Möglichkeiten, die durch die Bilder mit den Menschen eben abgebildet werden. Da siehst du Pferdekarren. Du siehst Pferdekarren. Also du siehst nichts, was irgendwie mit einem Motor anbetrieben wird, oder nichts, was irgendwie durch eine Energie in Form einer Maschine irgendwie betrieben wird, sondern es ist alles eben so, wie wir uns das aus dem Mittelalter teilweise noch forschen. Dann kommen wieder die Märchen ins Spiel, ne? Dass man mit der Kutsche da irgendwie durch den Wald fährt, Robin Hood überfällt dich und so weiter. Ja, ich denke gerade an Otto, jetzt muss ich lachen. Der Becher ohne Henkel. Okay. Das sind die Dinge, wo nicht zusammenpassen. Ja? Das passt nicht. So, jetzt versuchen wir natürlich in irgendeiner Form aus der Sicht von heute mit einem Ergebnis, was wir hier präsentiert haben in unserer Welt, der wir ja auch uns, ich sage jetzt mal, also ich für mich 40 Jahre, sagen wir mal, sehr bewusst durchgegangen ist. Ja? Man sagt, du gehst arbeiten in den Bunker, du gehst dorthin, fährst auf den Straßen rum, hast ein Auto, Telefon, Handy, alles ganz normal. Ja? Und kriegst so eine Information. Jetzt fragst du dich natürlich, was passt jetzt hier nicht mehr zusammen? Gleichzeitig kriegst du die Infos, dass die Chronologien gestreckt wurden, teilweise 2, 3, 4 Mal kopiert wurden, um sie aneinander zu reihen, um eine Kontinuität. Ein Alter vorzutäuschen. Ja, also das ist das, was ich meine. Kontinuität passt nicht so. Was sagt der Vatikan? Wir haben eine 2000-jährige Geschichte des Christentums. Wir sind so der direkte Abstammung von Petrus als Papst, ja, so hier die Richtung. Und deswegen ist der Machtanspruch irgendwie begründet, wo du das dann für dich logischerweise auch noch implementierst. Deswegen hat auch jedes kleine Dorf auch noch eine kleine Kirche, wo dann mittags um 12 noch gebimmelt wird, dass du auch ja dran denkst, dass das irgendwie, das sind alles Manipulationsinstrumente aus meiner Sicht, ja, die ich irgendwo hinbringen. So nach dem Motto, das ist das Smartphone von vor 50 Jahren. Ja? Es klingelt halt und dann hast du eine Vorstellung. Ich finde, die Komputistik, das darfst du nicht als negativ betrachten. Das musst du erstmal wertfrei sehen. Und ich glaube, die ursprünglichen Ideen, die dahinter stecken, war einfach, dass man eine Systematik sich erarbeitet hat, wie dieser Planet, ich sage es jetzt mal wertfrei, ja, mir ist es völlig scheißegal, wie der Planet aussieht, ob er flach, rund, Kugel, Donut, hohl oder sonst was ist, spielt für mich keine Rolle. Ich weiß nur, dass er da ist, in irgendeiner Form. Auch das kann ich nicht hundertprozentig sagen, wenn ich mich auf die Quantenebene bewege. Ja, dann ist das nochmal eine Frage, die sich mir stellt. Aber gerade das, wenn ich das jetzt unter dem energetischen Aspekt beleuchte, Da kriege ich gerade gute Gedanken. Ja. Also gestern war ja der Fall mit diesem Nichts, dann dieser grenzenlose Raum, ja, der auch eine Art Nichts ist, und dann das grenzenlose Licht, ja, was mitspielt. Ja. Diese drei Vorstufen, bevor sich etwas materialisiert. Und das kommt aus den Gedanken der Komputisten, ja, oder derer, die die Kabbala entwickelt haben, wenn man das so möchte. Ja. Das heißt für mich ganz klar, dass man sich schon sehr, sehr früh Gedanken darüber gemacht hat, wo kommen wir her? Wo ist unser Ursprung? Ja, was machen wir hier? Wozu sind wir da? Das heißt, es gibt ein ganz klares Bild über den Menschen, ein ganz klares Bild darüber, wie er funktioniert. Und es gibt ein ganz klares Bild darüber, was wir letztendlich sind. Ja, das muss man sich ganz klar machen. Ja, es gibt Leute auf dieser Welt, die das ganz genau wissen. Und die halten dieses Wissen zurück, ja, aus irgendeinem Grund. Wenn wir das aus der energetischen Seite betrachten, ja, und da spielt dieses Buch eine Rolle, ich habe das in meinem Kanal jetzt schon drin, das da, ja, die etwas andere Weltgeschichte. Halt mal näher hin und ruhiger, ich sehe es nicht. Wie heißt der Typ? Ich kann es nicht lesen. Christoph Deppen. Christoph Deppen, okay. Deppen mit E, ne? Nicht Omen ist nicht Omen, oder wie? Ja, und zwar Mystica des Septem Secundis, in deutscher Übersetzung. Können wir ja verlinken, ja. Okay. Und da steht eine Weltgeschichte drin, die sich jetzt wiederum auf die Wochentage bezieht. Wir haben gestern von den 7 Energien gesprochen, ja, also die Elohim und alle Erzengel, ja, die es gibt, ja, enden mit El. Und das El ist immer die Beziehung auf die Elohim. Das heißt, jeder Tag in der Woche ist einem Erzengel zugeordnet und der wiederum verkörpert eine gewisse Energie. Das sind die 7 Energien, die praktisch hier am Wirken sind. Ja. Michael hat auch eine Bedeutung, wurde mir dann klar. Ich kann nichts dafür. Auf jeden Fall haben diese 7 Energien, ja, die dann logischerweise durch die Aufspaltung des Lichts, sage ich mal, wenn man das durch das Prisma betrachtet, in diese Regenbogenfarben dann hinein, könnte man fast sagen, dass der Marc mit seiner Theorie da recht hat, dass da gleichzeitig sich mehrere Phasen überlagern. Und hier
Hier steht klipp und klar drin, dass, also alle 354 Jahre ein neuer Erzengel die Herrschaft über den Zyklus übernimmt. Das heißt, dann strahlt diese Energie am stärksten. Und das ist das einzige Dokument, was es darüber gibt. Das einzige. Der kommt hier auf eine Chronologie von knapp 7900 Jahren, weil er von Anfang an eben immer diese Erzengel zugeordnet hat. Ja? Und die Erzengel sind verkörpert durch die Gestirne. Ja? Also Gabriel zum Beispiel ist der Engel des Mondes, Michael ist der Engel der Sonne. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ich mich immer mit so Sonnen umgebe. Jetzt weiß ich es. Okay, ich habe die Energie irgendwie gespürt, keine Ahnung. Und so eben alle anderen fünf Erzengel auch, die mit bestimmten planetaren Verknüpfungen verbunden sind. Ja? Und dann jeden Tag praktisch oder über 354 Jahre und 4 Monate diese Energie dann praktisch die Geschicke auf der Erde bestimmt. Ja? Deswegen ist das sehr, sehr spannend, weil dort hast du einen Rhythmus der Resets, ja, alle 354 Jahre. Und das wäre jetzt eine Geschichte, wo ich sagen könnte, das könnte passen. Ja. Was heißt das jetzt konkret? Wie muss ich mir das vorstellen? Alle 354 Jahre haben wir ein Reset, einen Bevölkerungsaustausch oder was? Es strahlt eine andere Energie. Und wenn wir energetische Wesen sind, dann können wir auch energetisch hier abgesetzt werden und manifestieren uns hier. Das ist wahrscheinlich das kleinste Problem. Das heißt also, das, was wir da sehen mit diesen Bildern, könnte tatsächlich auch ein Hinweis darauf sein, dass irgendwo einfach mal Pop gemacht hat und dann hat jemand gesagt, irgendeine Schöpferkraft gesagt, die setzen wir da hin. Die kommen ja irgendwo her. Man kann doch nicht glauben, dass die alle dann über 9 Monate erstmal geboren worden sind und dann aufgezogen worden sind, sondern zack, die waren da. Ja? Wie auch immer. Wenn wir eine Seele haben und diese Seele einen energetischen Hintergrund hat, dann ist die Manifestation ja, wahrscheinlich ein viel, viel schnellerer Prozess, als wir uns das vielleicht vorstellen können. Vielleicht werden wir genau von diesem Gedanken abgehalten. Es wird uns doch auch immer wieder durch Filme, Klongeschichten oder sonst was erzählt, dass ja ein wesentlich schnelleres Wachstum möglich ist. Ja? Also was weiß ich, in Wochen, Monaten, wie auch immer. So, man hat sich vielleicht bei uns geeinigt aufgrund der jetzt herrschenden Zeitqualität, wie auch immer man die dann beschreibt, dass man sagt, okay, du brauchst 9 Monate und dann brauchst du so und so viele Jahre, bis du irgendwo in einem Zustand bist. Ja? Wenn man jetzt ins Mittelalter, also in die normale Historik zurückgeht, dann wäre das ja gar nicht möglich gewesen, weil die Leute sind ja da angeblich mit 40, 50 schon wieder gestorben. Das heißt, die wären jetzt 14, 15 Jahre, wachsen sie auf und dann hätten sie Gas geben müssen. Das heißt, die hätten die 45 niemals voll machen können, die wir vorhin bei der Rentenkasse haben. So. Ja. Mal, wie weit wir schon fortschrittlich, wie weit fortgeschritten es schon ist. Ja. So. Wie wäre es aber gewesen, wenn hier der Prozess ein ganz ein anderer war? Und ich möchte jetzt an zwei Filme erinnern, die man sich wieder angucken kann, um vielleicht dieses Prinzip bildlich zu machen. Einmal das Stargate, wo du tatsächlich dieses Tor hattest, ja, wo jetzt eine Gruppe durchgeht in eine andere Welt. Das damals mit dem Film vom Emmerich war ja das dann, dass die da mit den Pyramiden irgendwo gelandet sind und hier Kampf. Wobei der Film natürlich viel, viel mehr aussagt als die komische Serie, die danach gemacht wurde. Gar keine Frage, ne? Also hier James Spader, wo er noch rank und schlank war, bevor er dann zu Mr. Blacklist wurde. Und ja, dann die andere Variante, die man sich auch mal anguckt, also Star Wars sowieso, ist natürlich auch eine ganz interessante Geschichte. Und dann Star Trek, jetzt nicht mit Star Wars verwechseln, das war Nummer 8, das unentdeckte Land, glaube ich, war das. Da, wo diese, wo die Menschen auf dem Planeten sind, der also sozusagen im Weg war oder der abgeerntet werden musste. Und am Schluss hat sich herausgestellt, dass die Abernte eigentlich die Kinder derer waren, die dort ins All hinausgegangen sind, ja, und mehr oder weniger ihren Heimatplaneten und ihre Eltern dort mehr oder weniger kaputt machen wollten. Und dort es eine Verjüngung gab. Und dann gab es so eine schöne Sache, wenn du nicht älter wirst, dann kannst du auch 30 Jahre dich auf die Meisterschaft vorbereiten, bevor du irgendwas anders anfängst. Dann sind wir natürlich auch in einer ganz anderen Qualität. Man möge da auch mal an die ersten Bücher der Bibel erinnern, wo es ja auch heißt, ich war jetzt der Richtige, ich glaube Abraham, der ja dann seine Frau im hohen Alter dann nochmal geschwängert hat, obwohl die auch schon gewesen sein muss, ja, und lauter solche Geschichten, das ist ja in unserer gedachten linearen Zeit gar nicht möglich, weil da sagst du, naja, wenn du nicht irgendwo in der Größenordnung zwischen
ich sage jetzt mal 20 und 40 irgendwann Kinder gebärst, dann ist es irgendwann zu Ende, ja. Und bei vielen ist es auch früher schon zu Ende, ja, aber wenn man sich das anschaut, und dann würdest du ja schon ins Greisenalter kommen, und wir sind ja zumindest in unserer westlichen Gesellschaft, und da kann man sich ja mal die verschiedenen Gesellschaften angucken. Frankreich hast du 60 Jahre, wo du in die Rente gehst. Ja, und Rente heißt ja, du bereitest dich da mehr oder weniger nach unserem Sprachgebrauch auf Sterben vor. Was ist denn das für eine Aussicht? Das ist ein absoluter Schwachsinn. Ich möchte da auch einmal an das Programm Wolfgang Krebs, was der, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren gemacht hat, als Söder, hat er da mal auf der Faschingsveranstaltung von Memmingen, glaube ich, gesprochen, kann man sich auf YouTube angucken. Und da sagt er ein paar ganz intelligente Sprüche. Ne? Das Ableben des Einzelnen ist natürlich abzuleben in der Masse oder beziehungsweise in der Gesellschaft ist das etwas anders. Da benötigen wir das. Man sollte sich nur mal über diese Dinge Gedanken machen und das mal von einem anderen, mit einem anderen Blickwinkel anschauen. Es werden uns so viele Dinge präsentiert, wo man einfach wirklich aufwachen kann. Übrigens, wir haben nur noch 3, 27. Es tut mir leid, ich schicke euch einen neuen Link zu. Wir machen jetzt einfach mit einfach wieder auf den neuen Link klicken. Ja. Hast du wieder den falschen Link genommen? Bitte? Ja. Hast du wieder den falschen Link genommen, Katharina? Nein, ich weiß gar nicht. Ich will es jetzt nur nicht automatisch wieder einzahlen, weil Zoom hat schon so viel Geld von mir kassiert. Da machen wir lieber einen zweiten. Ich tue es nachher aneinander. Ja. Also nicht anhalten und einen neuen Link machen? Genau, ich schicke euch einen neuen Link einfach auf Telegram. Dann machen wir jetzt einen Break. Genau, und dann würde ich gerne, also weil das ist ja jetzt die Frage, ne, der Transformation. Hätte ich noch was dazu, weil er gerade was von Filmen gesagt hat. Da gibt es noch einen, wir haben noch 2 Minuten, das können wir noch ja, einigen. Ja. Da ist für mich auch sehr eindrucksvoll der Jupiter Ascending. Die ersten 10 Minuten, als dieser leere Planet da steht, mit der kompletten Infrastruktur, mit Häusern, mit allem drum und dran. Und als ob die gerade, da steht noch dampfende Essen auf dem Tisch, so nach dem Motto, der abgeerntet war. Ja. Und dann praktisch neu, das wird in dem Film nicht gezeigt, dass er neu besiedelt wird, aber davon kannst du ja ausgehen, dass das nochmal... Ja, ich halte den nicht aus, weil der so schlecht gemacht ist, bin ich eingeschlafen. Aber ich würde gerne dann, also ich beende das jetzt, schicke euch einen neuen Link und dann würde ich aber gerne, weil das hört sich ja jetzt so an, das ist ja schon sehr Transhumanismus und das kann, also für mich kann das nicht was Positives sein, die holländischen Tomaten statt der natürlich gereiften und dass wir jetzt alle zu holländischen Tomaten werden, die sozusagen im Inkubator innerhalb von ein paar Monaten gezüchtet werden. Aber das machen wir jetzt im Neuen. Überlegt euch schon mal, macht euch schon mal Stichworte, nein, Scherz. Aber ich finde das schon eine wichtige Frage, ne? Weil das wollen sie uns ja verkaufen. So, und jetzt beende ich und schicke euch einen neuen. So. Marc, ich glaube, du hattest jetzt gerade irgendwie eine These zu diesem Bevölkerungsaustausch, oder? Oder wo waren wir? Wir waren noch bei Transhumanismus, aber ja, das passt doch eigentlich jetzt. Wenn du hattest mir jetzt gerade was erzählt, während wir auf Michael gewartet haben, von wegen Bevölkerungsaustausch. Hypothese. Spielfeldhypothese. Es ist neue, wie sagt man denn, neue Spielfiguren sind hier draufgekommen irgendwann einmal. Das ist jetzt die These, Architektur und alles andere war schon da. Ja? Also das Level ist schon da. So, und jetzt kommen neue Spielfiguren rein und diese Spielfiguren wissen erst einmal nicht so richtig, was sie hier sollen und fangen an, mit relativ primitiven Dingen sich hier vielleicht wieder einzurichten. Das würde jetzt für Holzhütten und andere Dinge sprechen. Ja? So, die dann schon ein bisschen Level aufgestiegen sind, können dann schon mit den Dingen umgehen oder begreifen langsam, wo sie hier sind. Ja, das ist dann so mittleres Level, nennen wir es mal Ingenieure und andere. Und dann gibt es natürlich noch ein paar, die sind schon länger da und die freuen sich, dass es jetzt da neue Leute gibt, mit denen sie spielen können, ja, die sie in irgendeiner Art und Weise auch verwurschten können. Das nennen wir es jetzt einmal so, das sind so diese Schwabs und andere dieser Welt. Ja, nur so eine Idee. Die wissen aber, wie dieses Spiel funktioniert, aber sie kommen nicht raus. Ja, also die sind hier immer, ich soll mal sagen, festgehalten. Beim Computerspiel würde ich sind nicht festgehalten, sondern sie sind Teil des Spieles, hier, aber nur hier. Im Limbo, ja. Im Limbo gefangen. Ja, oder überleg mal Takeshis Castle, ja, da kommen immer 1000 Leute oder 100 Leute fangen an und am Schluss kommen vielleicht 5 kamen durch, ja, um dann gegen den Endgegner voranzugehen. Und du hattest immer Spielfiguren, die wussten ganz genau, wie das Spiel geht, aber die sind Teil des Spieles, die gehören nicht zu der anderen Gruppe und die sind damit beschäftigt, diese Gruppe hier auszusieben. So, aber wenn das Spiel vorbei ist, die müssen immer wieder rein, ja. Und du kannst auch sagen, der Gefängniswärter.
Der Gefängniswärter begrüßt ja auch die Neuankömmlinge, kann mit dem Stöckchen draufhauen, aber er wird immer Zeit seines Daseins, wird er immer wieder in dieses Gefängnis gehen müssen, weil er dort angestellt ist oder angekettet oder wie auch immer. Das ist sein Lebenszweck. Ja? Der wird es mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen, weil auf der einen Seite kann er sich zwar frei bewegen und hat auch die Regeln in der Hand und kann die jederzeit ändern, aber er kommt nicht aus dem Gefängnis raus. Und du kannst irgendwann sagen, ich gehe wieder. Das heißt, ich gehe auch in eine andere Dimension oder irgendwas anderes, wenn man das jetzt mal größer sieht. Das würde dann auch mit dem Tod irgendwo zusammenpassen, dass du sagst, du kommst hier rein, das Leben kommt in diese Hülle entwickelt sich, ist aber immer nur eine Hülle und irgendwann vergeht sie. Und dann geht die Essenz weg. Das würde passen. Vielleicht geht die Essenz irgendwo anders hin, ja, was weiß ich, an anderen Planeten oder sonst was. Diese Geschichten kennen wir ja. Wenn du jetzt aber wenn du gewisse Zyklen hast, das heißt, du weißt, so ein Spielzyklus geht jetzt vielleicht 354 Jahre, dann kommt eine neue Energie und dann müssen wir neu anfangen, aber die geronnene Essenz, Gebäude oder irgendwelche anderen Dinge bleiben da. Und irgendwann weißt du, als Gefängniswärter, du willst jetzt aber nicht, dass deine Spielfiguren gerade abhauen, weil es dir gerade so gut gefällt. Und der oberste Magamuk, dem also das Gefängnis gehört hat, hat gesagt, so, wir machen jetzt immer mal einen neuen Anstrich, wir wechseln einmal komplett durch. Und die Wärter gehen her und sagen, nee, das wollen wir jetzt nicht. Und wir wollen jetzt so viele wie möglich da halten. Deswegen schauen wir, dass wir denen jetzt irgendwelche Dinge injizieren, ja, damit die vielleicht da bleiben, damit die nicht abhauen. Ja, das kann ja auch über einen gewissen Zeitraum hinausgehen. Vielleicht ist das auch eine Erklärung. Weil was sie nicht machen können, sie können das Gefängnis nicht komplett abreißen, weil sonst sind sie auch weg. Ja? Ist so, weil wenn sie, keine Ahnung, alles fluten, sie unterliegen denselben Gesetzen hier. Das heißt, dann werden sie auch untergehen. Ja, oder das Dach fällt ihnen über dem Kopf zusammen. Also sie sind hier an dieses Materielle oder dieses Spielfeld sind sie gebunden. Sie können es schon verändern, sie können auch drauf irgendwelche Dinge machen, aber sie können es nicht komplett wegmachen. Ja? Also sprich, sind wir wieder bei dem Prinzip Architekt, irgendwelche, ja, so die mittlere Ebene, die Management-Ebene und die Unwissenden, das wären jetzt dann wir. Ja, wir haben aber die Möglichkeit, dass wir jederzeit wieder gehen können, wenn wir wissen, wie. Aber wer will denn das? Also von denen, die hier hocken und Wärter sind. Also, willst du doch nicht, dass deine Gefangenen gehen? Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass du hier alles in den Satanismus treibst. Ja? Darf ich da kurz einhaken? Bitte. Ja, bitte. Also. Das ist nur eine Theorie. Ja, eine Theorie. Ja. Ich finde halt an der Theorie, die ist an sich schon schlüssig, ja, auch das würde sich mit dem 1-4-Prinzip decken, ja, was der Bernhard gesagt hat, dieses ständige Ab und Auf, ja, das, was immer in einem Art wie eine Ellipse im Prinzip abläuft, pro Seele, also das ist der Impuls, Licht, was auch immer, in der drin praktisch dann auch zielgerichtet irgendwie zur Manifestation hier gesendet wird. Oder aber der Manifestationswunsch im Licht schon drin ist, das wäre auch eine Idee, ja. Du müsstest an der Stelle einfach wieder voraussetzen, dass darüber auch wieder eine Art Bewusstsein steht, die ja das mit einem Willen in irgendeiner Form auch umsetzt. Sonst macht das alles ja keinen Sinn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da so eine Art Perpetuum mobile haben, was immer in einer Selbstständigkeit sich dreht. Also da wird es dann schon schwierig. Was mir an der Theorie nicht gefällt, ja, ist der Ausdruck Gefängnis. Ich denke einfach, dass wenn ich mir das so angucke, ja, dann assoziiere ich mit dem Gefängnis etwas, was mich einengt. Ja, mich persönlich einengt. Einengt im Sinne von Wänden, ja, Gitterstäben oder irgendetwas in der Art. Und das kann ich beim besten Willen hier auf dieser Erde nicht entdecken. Ja. Das, was wir hier tun, ja, ist, dass wir uns in dieses Gefängnis verführen lassen. Und das äußert sich dann auch durch eine scheinbare Abhängigkeit bei den jeweiligen Systemen. Ich habe das vor kurzem mal gesagt, aus meiner Sicht gibt es nur 4 Punkte, die dieses Gefängnis, wie du es vielleicht beschreibst, aufrechterhalten können. Und das ist die Abhängigkeit in vier Bereichen. Und da zählt für mich als allererstes dazu, das ist die Energie. Wenn du die Energie anguckst, haben alle Firmen im Prinzip oder alles, was mit Energie zu tun hat, kommt über, wie heißt es, Kartelle oder über
verschiedene Großanbieter, ja, die dann jeden Einzelnen mit der dementsprechenden Energie versorgen. Du kannst dich autark machen. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, das Solar durchzuführen, was dann schon schwierig wird im Winter. Ja, aber die Möglichkeit besteht. Ja. Gibt es auch die freie Energie. Ich erinnere an Tesla, wo man einfach diese Dinge einfach auch zuhält, wo man sagt, kein Interesse in der Form, ja, weil es würde ja diese Abhängigkeit. Es geht ja nicht um den Profit, es geht für mich immer um die Abhängigkeit. So, der zweite Punkt ist für mich die Ernährung. Ganz klar. Ja, also stell dir das doch mal vor. Du lebst da in Berlin oder in Köln, in irgendeiner Vorstadt, in einem 18-stöckigen, ich sag's mal, Hasenstall, ja, und hast da eine Zwei-Zimmer-, Drei-Zimmer-Wohnung mit Balkon, ja. Was willst du da groß an natürlichen Stoffen zuführen können, ja? Da bist du dann schon darauf angewiesen, dass du unten auf die sehr gepflegten Wiesen gehst, wo nichts mehr wächst, wo alles kurz gehalten wird, wo nichts mehr sich entwickeln kann, ja, sondern alles künstlich irgendwie so gerade gehalten wird. Das, wenn ich das jetzt mit meinem Garten vergleiche, da gehe ich morgens raus, dann gucke ich in eine Pracht rein, da denke ich, das kann also nicht wahr sein. Ja, jetzt komme ich auf die Idee, das mal so zu nehmen, wie es ist und sage, ich hole mir einfach mal das, was da wächst, ja, und probiere das einfach mal aus. Bin schon wieder bei meiner Ernährung, weil ich gerade richtig Fan davon bin. Das hat aber einen anderen Effekt. Der Effekt ist, dass du die Abhängigkeit lösen kannst damit. Ja? Ich muss nicht mehr in den Supermarkt. Ich habe wirklich den Glauben entwickelt, da nicht mehr hinzumüssen. Ergo setze ich mich der Situation Maske, Impfen, sonstige Geschichten schon mal von vornherein gar nicht aus. Das heißt, ich bin aus der Geschichte ein Stück weit raus. Ich möchte nur nicht zu sehr, dass wir zu sehr in die... Alles gut. Ja. Der dritte Punkt ist für mich dann ganz klar die Zeit. Ja? Zeit als umfassendes Prinzip, ja, was dir nur im Kopf, das muss man sich immer ganz klar machen, nur in deinem Kopf irgendwelche Abläufe vordefiniert, wo du sagst, heute ist Mittwoch, ich muss mich noch ganz schön anstrengen, wir haben schon den 21., ich habe meine Miete noch nicht zusammen, da wird jeder Selbstständige wissen, wovon ich rede. Ja. Ich war selber in der Situation, dass du die letzten 10 Tage dann für dich noch was aus dem Monat hast rausholen wollen. Ja. Oder gehst stempeln in einer Firma und weißt ganz genau, 2 Tage, dann kommt die zwangsverordnete Ruhe, die überhaupt nichts mit deinem natürlichen Zyklus zu tun hat. Ja, weil vielleicht bist du so gepolt, dass du mittags gern 2 Stunden schläfst, ja, und abends eben nur 6 Stunden. Das kann ja auch sein. So mache ich das zurzeit, ja, dass ich mittags einfach mal eine Stunde mich ausnehme aus dem Thema. Mir geht es damit besser. Das ist mein Rhythmus. Und das Letzte ist tatsächlich für mich dann auch der Glaube. Das ist der Glaube an sich, woran glaube ich. Ja? Das ist das energetische Prinzip, was ich selbst dazu beisteuere. Ja, weil mein Wille letztendlich das ausschlaggebend ist. Und wenn der korrumpiert ist, ich in einer Abhängigkeit gehalten werde, die alles vereinnahmt, was ich hier zum Existieren, ja, für die Existenz, für die Materie hier brauche, ja, und ich in den Glauben geführt wird, dass mir eine Fertigpizza unglaublich viel gute Vitamine zuführt, ja, dann bin ich abhängig vom Supermarkt. Das ist einfach so. Ja. Deswegen läuft doch die ganze Werbeshow sicher ab. Ja. Juhu, wir haben jetzt ein Salatblatt auf dem Cheeseburger bei McDonald's. Also ich möchte nur nicht über die Themen, die wir sonst eh immer genügend, wisst ihr, Ernährung und Chemtrails, dann ist jeder wieder auf der Schiene. Ich will mal weg von dieser Schiene, weil das ist mir zu, wisst ihr, alle Alternativen sind auf Chemtrails, auf Vegetarier und Wirrte und das ist dann sofort wieder eine Schiene. Ich will aufbrechen, Lücken. Wenn ich mir das vorstelle wie so ein Torus, du hast es Perpetuum mobile genannt, Michael, wenn ich mir so einen Torus vorstelle, der ja aus energetischen Strömen besteht, und darüber kann man ja dann so ein Netz drüber tun. Du hast gesagt, es ist kein Gefängnis in Form von Gitterstäben. Ich würde mal sagen, es ist in Form von einer Matrix ein Netz, das darüber gestülpt ist, das irgendwie in das individuelle Hirn und in das kollektive Bewusstsein eingespeist ist. Wenn wir beim Thema Bewusstsein sind, Marc, was mir total an deiner Theorie gefallen hat, ist, du hast etwas festgestellt, oder du hast etwas wunderbar beschrieben, was ich in meiner letzten Sendung, ich habe es despektierlich mickrige Männchen genannt und da hat sich gleich jemand aufgeregt, die Moralisten. Aber ich habe es tatsächlich so gemeint. Angesichts dieser wahnwitzigen Monumentalität stehen da unten irgendwelche mickrige Männchen, ich wiederhole es, weil genauso habe ich es empfunden, mit ihren Schlapphüten und ihren Schaufeln und schauen, und das hast du jetzt gerade beschrieben, Marc, schauend rein irgendwie wie, ja, wo bin ich denn hier gelandet, wer bin ich und wie viele und was mache ich hier überhaupt? Das heißt, völlig orientierungslos, sich mit der Situation nicht zurechtfinden. Anders kann ich es jetzt nicht ausdrücken, als dass hier ein winzig kleines Individuum irgendwie wie sich wie ein Sandkorn fühlt angesichts dieser Massen an Schlamm und Ding und dieser wahnwitzigen Gebäude. So, das ist, wie es rüberkommt. Das heißt also, wie passt das jetzt? Ich meine, viele haben es mit der Reinkarnation
Inkarnation und sagen alte Seele und Pipapo und Tralala. Die, die da, wie Konstantin Beck immer so schön sagt, der Welt in den Arsch gestellt wurden, die schauen mir nicht aus wie irgendwelche alten Seelen, die genau wissen, wo sie da gelandet sind, sondern eher wie völlig Orientierungslose, die überhaupt keine Ahnung haben, wo bin ich in der ganzen, deswegen deine Idee mit den Zeitlinien, Marc, dass wir irgendwie aus irgendeiner Parallellinie da einfach hier auf die Erde geknallt wurden, das würde dem schon entsprechen. Die wirken orientierungslos. Und was natürlich auch noch irgendwie interessant ist, du hast über die Abhängigkeit gesprochen, Michael, dass der Energielieferer, nämlich der Mensch, ist eindeutig, für mich ist eindeutig, in diesem System ist der Mensch der Energielieferer, nicht das kosmische, nicht der kosmische Energiezufluss. Und der Energielieferer lässt sich einreden, dass er in einer Energieknappheit ist, weil er nicht erkennt, dass er der Energielieferant ist. Also hier haben wir es mit einer Frage der Identität und des Bewusstseins. Das ist ja die Grundlage des gesamten Kommerzes, ja. Diese Erkenntnis. Ja, genau das ist es ja. Das heißt, da lernst du im Prinzip in die Position zurückzugehen, dass du das bist, was du tatsächlich bist, weil du bist derjenige, der hier alles verursacht. Ja, und was machen bitte schön wir dann darin? Warum wissen wir oder warum... Also gibt es zwei Arten von Menschen? Gibt es mehrere? Wie viele Spezies haben wir es hier zu tun? Ich glaube, die damals diese wahnwitzigen Bauten gemacht haben, die sind nicht mehr hier. Die sind entweder sie sind woanders. Ich glaube, sie sind woanders, aber sie sind nicht hier. Das sind nicht in dieser Frequenz. Mark? Sie sind nicht in dieser Frequenz, die wir wahrnehmen. Ja. Das ist das Einzige, was wir mit Sicherheit sagen können. Alles andere, wenn man jetzt mal diese Theorie zugrunde legt, die ich vorhin erläutert habe. So, alles andere wissen wir nicht. Weil was, gehen wir doch einfach mal her und sagen, wir würden es reproduzieren wollen. Ja? Beispiel jetzt China. China reproduziert momentan alles. Verbessert es ein wenig, aber es sind keine extrem neuen Ideen dabei. Ja? Ja, uns nicht, weil wir sind für die. Nein, doch, perfekt. Weiß ich nicht. Könnte ja sein, dass mein Klon hier gerade sitzt. Keine Ahnung, aber egal. Naja, gut, möglich, wir wissen es nicht. Nein, ein Klon hat kein Bewusstsein, lasst uns nicht abschweifen. Und lasst uns nicht mehr ins geopolitische Alltag, weil dann kommen die Zuhörer wieder in ihre Schienen. Weil ich will irgendwie verstehen, was die ist... Die sollen ja mal mitdenken, das macht ja nichts. Wenn Gehirnspott, wenn links und rechts gucken, dann sollen sie es zweimal hören, dann ist es vielleicht auch nicht verkehrt, ja? So, wie sagt der Feige, wir machen ja hier Schule, ne? Lehrer gibt vor und die Klasse hat... Ach, hey, Zeit. Marc. Das ist jetzt böse. Also aufhören. Von der Überlegung, wenn wir jetzt sagen, okay, oder wir nehmen an, wir sind hier irgendwo und haben uns eingerichtet, ja, wir haben unsere Umgebung angenommen und wir haben uns jetzt darauf eingerichtet, ja, und jetzt entwickeln wir sie natürlich irgendwo weiter. Das ist ja mal das eine. Wir versuchen auch rauszufinden, wie sind wir hierher gekommen, warum sind wir da und so weiter. Das ist ja auch normal. Also du kommst irgendwo hin und dann machst du dir erst einmal deine nähere Umgebung bekannt und dann schaust du weiter. Im Moment ist man aber doch bemüht, von außen zumindest das Ganze wieder sehr eng zu machen. Ja? Also sprich Reisebeschränkungen, du darfst nicht mehr weiter als und so weiter und so fort. Also irgendwo muss das doch alles zusammenhängen. Aber weißt du, was für mich dagegen spricht, Marc? Uns wird ja die Evolution eingeredet, dass wir vom Affen abstammen und uns immer weiterentwickeln. So. Ja, wer es glaubt. Nein, das ist eh ganz klar, dass das hier hoffentlich... Aber was ich einfach sagen möchte ist, ich erkenne genau den umgekehrten Weg. Wir wurden hier hineingestellt und seither wurde alles immer nur verschlimmert und immer enger und das Netz wurde immer enger gezogen. Da kann ich nichts von irgendeiner positiven Entwicklung entdecken, sondern es war alles meiner Meinung nach ein Plan, nachdem das abgespult wurde und jetzt sind wir an dem Punkt, wo das Netz zugezogen wird. Das heißt, wir sind nicht in irgendeiner Verbesserungsmethodik, sondern höchstens aus deren Sicht, dass sie das perfektioniert haben, dieses satanische System. Aus unserer Sicht kann ich sagen, wie würde der Meckle sagen, sowas von dem Arsch, aber er meint damit die anderen. Aber das Ding wird zugezogen, wenn wir nicht hier das machen würden, was wir hier machen. Ja, aber das meine ich doch. Du kommst irgendwo hin, dann richtest du dich erstmal ein. Jetzt reden wir mal von 250 Jahren. Ja, du landest wie mit einem Fallschirm irgendwo, du wirst abgeworfen, du weißt nicht, wo du bist, wer du bist und sonst was. Ja? Jason Bourne, neu. Ja, du bist jetzt auf dem Crawler und jetzt kommst du an Land, jetzt wirst du erstmal zusammengeflickt und langsam begreifst du, aha, ich habe gewisse Fähigkeiten, ich habe das, ich habe jenes. Also du machst dir erst einmal du lernst erst einmal mit deiner Umgebung zu interagieren, ja. Zuerst kommt die Bambushütte, dann nachbaust du das Schloss, nicht umgekehrt. Du bist glücklich, wenn du eins findest, aber wenn du da jetzt gerade nicht reinkommst, dann baust du dich halt
irgendwo da dran. Ja? Also das meine ich damit. Du nimmst die Dinge, die da sind, und schaust, dass du dich einrichtest, damit du erst einmal überhaupt wieder zur Ruhe kommen kannst, dass du auftanken kannst und so weiter. Also, dass du diesen Körper und diesen Prozess am Leben halten kannst. So, und wenn du das hast, auch über Generationen, das heißt, Häuser sind gebaut, was weiß ich, für Lebensunterhalt ist gesorgt, aber es gibt ja welche, die wissen, wie dieses Spiel hier läuft, und die sind immer da. Ja, also wir sind jetzt neue Mannschaft, vielleicht in zweiter, dritter Generation, aber das Spiel geht 354 Jahre. These. Ja? Und dann ist Neustart. Ja, total, dann kommt die totale neue Mannschaft. Das könnte sein. Ja? Also ja? So. Dennis Quaid oder wie heißt, ja, der glaubt, er wäre ein Bauarbeiter, und ich liebe diesen Arnold Schwarzenegger-Film. Ja, ja. Der in Wirklichkeit ein Geheimagent ist und plötzlich die Erinnerungen kollabieren. Das ist ungefähr genau das, was gerade durch diese Bilder momentan gerade stattfindet. Weil das, was ich glaube, das, was ich weiß, was ich angeblich bin, ja, passt nicht zu dem, was da gezeigt wird. Das passt einfach. Welcher Film? Total Recall. Total Recall, aber guck dir bitte die alte Version an, die ist genialer. Das Original, nicht das, dieses komische, neu gemachte Ding da, ja. Okay. Schwarzenegger, so, richtig genau. Geil. Genau. Da war er noch richtig gut. War so. Gut drauf, ja. Mit Sharon Stone. Aber gut, machen wir das jetzt. Ja, aber da haben wir haben immer wieder diese Themen, die werden uns vorgeführt. Und wir sitzen da und gucken und lassen uns belustigen, und dann gehen wir wieder raus in unser angeblich so langweiliges Leben. Ja? Also für einige, da ist es gerade nicht so langweilig. Ja? Und jetzt haben wir eben diese Umwälzungen von den sogenannten Eliten. Das sind die, die ja schon immer da waren und die diese Dinge immer wieder neu starten, oder die Spielmacher. Sie sind aber nicht diejenigen, die das Ganze produzieren und die Mittel zur Verfügung stellen. Das sind sie nicht, sondern sie sind nur, oder nennst die Verwalter oder wie auch immer. Das heißt, sie sind auch an dieses Spielfeld gebunden. Aber sie wissen, wie es geht, und sie haben es verstanden. Aber sie kommen trotzdem nicht raus, weil ihr Auftrag ist, hier ihre Dinge zu erledigen. Und erst wenn wir jetzt als neue Mannschaft begriffen haben, das kann ja auch in einem Zyklus so eine Aufgabe sein von so einer Mannschaft, die hier reingespielt worden ist. Du hast eine gewisse Zeit, und in dem Zyklus musst du erkennen, du musst durch die Level durch. Und vielleicht begreifen es ein paar und sagen, ja, ich will dir Energie geben. Jetzt sage ich jetzt mal, wäre jetzt ein Ziel. Und wenn du das begriffen hast, aber das kann auch nur für jeden Einzelnen wieder gehen, dann kannst du wieder gehen. Wenn es aber zu viele werden, dann hört das Spiel vielleicht zu früh auf. Das geht auch nicht. Also musst du einen Großteil unten halten. Ich bin gern hier. Warum soll ich denn gehen? Nein, natürlich gehen wir erst dann, wenn die Zeit da ist. Aber wenn wir jetzt begriffen haben und sagen, ey, ist ja geil, wie das Spiel funktioniert. Ich meine, was du, wenn ein kleiner Prozentsatz das begreift, dann ist es okay. Das brauchst du halt. Ne? Die haben das Spiel vorher gecheckt. Oder die erinnern sich noch an den vorigen Durchgang. Aber wenn es jetzt zu viele werden, aber es gibt zwei, dann haben die Spielmacher ihr Zeug nicht gut gemacht, dann fliegen die raus. Es gibt aber zwei Aspekte, die für mich nicht schlüssig erscheinen an deiner Theorie. Das eine ist natürlich die große Frage der Reinkarnation. Ihr wisst ja, ich bin ich bin da raus, also ich fühle mich da nicht mehr in diesem Hamsterrad. Andere schwören darauf, dass sie die Erinnerungen an sämtliche 500.000 Reinkarnationen haben und dass die zurückgehen bis in die Steinzeit. Egal, ob das jetzt eingespielt ist oder tatsächlich, keine Ahnung. Aber was für mich nicht passt, was ich fühle, ist, dass die Gfraster, wenn wir sie jetzt mal so nennen wollen, hier nicht hingehören, denn das sind nicht die, die das Land bestellen, die mit diesen Jahreszeiten, die mit der Natur zusammengehen, sondern sie wirken wie fremd hier für mich. Es sind Transhumanisten, es sind Techniker, die nicht mit der Natur, mit dieser Mutter Gaia, mit dieser Erde hier nichts zu tun haben. Das ist das, was ich fühle. Der Mensch wiederum ist offensichtlich mit dieser Landschaft, mit dieser Natur sehr, sehr tief verbunden. Allerdings bin ich mir nicht sicher, haben wir es hier mit mindestens dreien zu tun. Die Gfraster, die Technischen, die hier nicht hergehören, so fühle ich es, Marc, es ist nicht deren Planet, das fühle ich. Dann haben wir die Menschen, die mit der Erde verbunden sind, aber dann haben wir eventuell eine dritte Spezies, zu der vielleicht wir gehören oder ich oder keine Ahnung, weil ich spüre mich eher als ein geistiges Wesen, als dass ich jetzt die Bäuerin bin, die schon seit ich weiß nicht, wie vielen Generationen hier das Feld bestellt. Also ich fühle, dass ich eher von einer anderen Ebene komme, was mehr mit Bewusstsein und Geist zu tun hat, als jetzt wirklich mit diesem...
Ja, also ich weiß nicht, was sagt ihr denn dazu? Vielleicht erinnerst du dich einfach an Dinge oder du hast einen anderen Zugang. Das heißt, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja, wenn du aus dem Spielfeld gewonnen worden bist, also sprich, unsere Körper sind zumindest jetzt in dem, was wir wissen, sind sie ja mit den Materialien oder mit den Energien aufgebaut, die hier vorherrschen. Die ja, Kirche würde jetzt sagen, du bist aus dem Staub geboren und du wirst wieder zu Staub. Ja, aber du redest heißt, vom Raumanzug, Marc, und das ist nicht, was ich spüre, dass ich ein feinstoffliches Wesen bin. Nein, du bist, Moment, erst einmal, also ich habe dich angefasst, ich weiß, dass du zumindest in meiner Wahrnehmung in diesem Spiel so verhalten bist. Ja? Also ich habe ihre Hände und sie mal umarmt, damit es für dich nicht falsch rüberkommt. Ja? So. Zu spät. Ja, mir wurscht. So. Das ist faktisch und ich habe auch deinen Garten gesehen, auch der wurde von einem Menschen eingerichtet, gepflegt. Also das heißt, du magst ja ein feinstoffliches Wesen sein und da mag was rum sein, aber du bist trotzdem hier auf diesem Spielfeld. Sorry, du hast mich zu schnell jetzt abgebrochen, weil was ich sagen wollte ist, ich fühle mich als ein feinstoffliches Wesen, das in einem Resonanzkörper, in einem Klangkörper, in einem wirklich, also wunderbaren, atmenden, eine atmende Hülle. Also es ist 1,4, das haben wir doch hier. Das ist genau 1,4. 1,4 ist das. Ich bin ganz bei dir. So, aber die 4 wird aus den Elementen gemacht, die hier vorherrschen. So ist es. Das ist die Hülle. Darum geht es. Die Hülle ist aus dem gemacht. Und genau deswegen können sie nur über die Hülle regieren. Sie können nur über die Hülle regieren. Sie kommen nicht an die 1. Das ist spannend, Michael. Darüber will ich jetzt was hören. Die 1 ist die Seele. Es gibt keine Verbindung. Es gibt keine Verbindung. Wie soll das funktionieren? Man kann jetzt ablesen, dass das Impfen durch Graphenoxid oder was auch immer da verwendet wird oder allmöglich versucht, diese Verbindung herzustellen. Oder dass wir so langsam dabei sind, unsere Gedanken hier oder unser Bewusstsein in diesen digitalen Schwachsinn hineinzutransportieren, dass ablesbar ist, wie man digital weiterleben würde, um dann die Nachkommen mit einem digitalen Bild meiner nicht lebenden Essenz, sage ich mal, zu versorgen. Ja, das ist doch das. Da spricht doch der Hildmann schon über ein Jahr lang drüber. Genau darüber spricht er. Das ist genau das, was der sagt. Das ist das, was er sagt. Er sagt, wir sollen die geistige Kraft uploaden in dieses System hier, damit das mit dieser Energie darüber versorgt wird. Und wir dadurch praktisch das aufgeben, was unsere Einzigartigkeit ist. Wir bilden eine Kopie unseres Bewusstseins ab über diese Maschinen, die wir hier haben. Das ist die KI. Die kann nur funktionieren, wenn wir sie füttern. Moment mal, Michael, nur sprich gleich weiter. Nur, du meinst also, der Attila Hildmann will uns dazu verführen, dass wir uns. Nein, er warnt davor. Er warnt davor, okay, Entschuldigung. Genau das hat er gesagt. Okay, darf ich nur zur Erklärung ganz kurz. Die 1 ist die Seele, nicht die Psyche. Das ist ganz wichtig, weil die immer reden, ich spüre es. Energie. Das ist Psyche, das ist Energie. Energie. 1 ist die Seele Energie. Und Energie, genau. Und 4 ist die Materie. Und es geht darum, dass das nicht so... Ja, die Hülle. Okay. Aber Hülle nicht nur Hülle im Sinne von außen, sondern alles, was deine Hülle ist. Ja, und alles, was sie machen können, ist, dass sie im Außen über diese Hülle kontrollieren können. Das ist der Grund, warum du einen Staudamm bauen kannst. Das ist Hülle. Das ist alles Hülle. Ja, 4. Das ist immer die 4. Und du wirst dieses 4er-Prinzip immer im Außen finden. Das geht nicht anders. Ja? Die Kontrolle kann nur über die Hülle durchgeführt werden. Das, was die 1 ist, das muss so gemacht werden, dass du freiwillig deine Hülle und dich praktisch in diese Bahn bringst. Und das sind all diejenigen, die sich freuen, dass ins Flutgebiet ein Impfbus fährt. Ja. Sind das für dich dieselben, Michael? Siehst du das, dass wir hier nur eine Spezies hier unten haben? Wie kommt es, dass wir so wenig gemein haben mit diesen, ich meine, ich werde im Zug angeredet von Leuten, wo ich denke, das ist nie und nimmer meine Zunft. Das ist was völlig Fremdes. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich würde jetzt nicht sagen, es als Spezies zu bezeichnen. Ja, das ist ja das, was die andere Seite will. Damit spaltest du jetzt schon wieder. Das ist nicht gut. Ja, ich würde sagen, es gibt einfach Energien, die sind empfänglich dafür. Und es gibt welche, die sind es eben nicht mehr oder weniger oder was auch immer, das sind keine A-B-Geschichten oder 1-2-Geschichten, sondern da gibt es ganz, ganz viele Abstufungen dazwischen. Das stellt sich zum Beispiel fest, es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen, lass mich nie impfen, die machen aber einen PCR-Test. Es gibt Menschen, die sagen, ich mache keine PCR-Tests, tragen aber die Maske, ja? Also so in der Form. Also das ist nie immer in derselben Frequenz, um das mal so auszudrücken, sondern das ist eher vielschichtiger, ja? Also von der Seite her gesehen. So, also es gibt auch die sagen, geht mich alles gar nichts an, ja.
gibt es auch. Ja? Also wie willst du es klassifizieren? Das kannst du nicht klassifizieren. Das geht nicht. Ja? Es wird so aufgebaut, dass immer mehr den Willen verspüren, ja? Sich in der das ist ja der Betrug letztendlich, dass diese vermeintlichen Grundrechte, die man dir da weggenommen hat. Was hat man dir denn weggenommen? Was hat man dir weggenommen? Man hat dir weggenommen, dass du einkaufen kannst. Nach Belieben. Ja. Das hat man dir weggenommen. Man hat dir den Konsum weggenommen. Das ist der Lockdown gewesen. Ja. Du warst praktisch nicht mehr in der Lage, draußen jetzt da irgendwo eine Pizza essen zu gehen, ins Kino zu gehen oder irgendwo anders hinzufahren, irgendwas zu machen, was du irgendwie vorher mit Geld hast erledigen können. Ja. Das ist die hauptsächliche Geschichte, die man dir weggenommen hat. Und das ist das Grundrecht. Das nimmt man dir weg und du sagst, das ist ein Grundrecht. Und dann gehst du dich impfen lassen, um das zurückzubekommen. Wenn das keine Abhängigkeit ist, was ist das denn dann? Und das ist der Fehler. Das ist das umgekehrte Prinzip. Das Grundrecht kann man dir nicht wegnehmen. Das ist unmöglich. Ja? Das geht nicht. Das ist unveräußerlich. Das kann man mir nicht wegnehmen. Das kann man mir dann wegnehmen, wenn ich es zum Verkauf anbiete. Und da kommen dann so Sachen wie ein Cheeseburger für die Impfung. Das ist unglaublich spannend. Darf ich jetzt euch mal nachfragen? Weil du sagst, okay, wir sind alle aus derselben Zunft, wie ich es jetzt immer nennen will. Die einen sind nur verschütteter, die haben ihre, wenn ich mich jetzt mit den Gebäuden vergleiche, ja, wo ich ja erzählt habe, wie sie die ganzen Öffnungen zugemacht haben, damit die Energie nicht mehr fließen kann. Sie haben die Gräben rund um die Burgen zugeschüttet, sie haben die Glasfenster bei den Rosetten, also sie haben bei den Rosetten statt Öffnungen haben sie Glas reingetan, auch bei den Burgen, bei den Fenstern Glas rein, so dass es kein Klangkörper mehr ist. Und so ähnlich sehe ich das bei uns oder spüre ich das bei uns. Wir sind ein Resonanzkörper, ein Klangkörper, wo das Prana, das Äther durch uns durchgeht und in Resonanz und schwingt und dadurch spüren, jetzt nehme ich doch das Wort spüren, nicht fühlen, dadurch spüren wir die Verbindung. Und je mehr wir hier zugeschüttet haben, umso weniger spüren wir diese Verbindung. Aber ich kriege es trotzdem nicht zusammen. Und die Frage ist für mich, ist das zeitlich oder örtlich? Wenn ich mir diese Bilder anschaue von Knopfloch, ja, du hast es beschrieben, Marc, diese ganzen komischen Menschlein, die da irgendwie stehen und wirklich wirken, als hätte man sie da irgendwie versehentlich abgesetzt. Nehmen wir mal an, es wäre wirklich örtlich und das wäre nur in den Großstädten, das hast du am Anfang gesagt, Michael, dass vielleicht an anderer Stelle auf dem Land das Leben weiterging und in gewissen Verkehrsknotenpunkten oder wie sagt man Knotenpunkten, wurde ein Bevölkerungsaustausch oder überhaupt eine Bevölkerung erstmal, vielleicht Bamberg, aber das hat er auch gesagt, der Knopfloch. Diese Städte sind für mehrere hunderttausend ausgelegt. Das sind viel zu viele. Also wo entweder die sind nicht mehr da und sind weg oder man hat sie schon für die zukünftige, es ist sozusagen schon die Matrix für die, oder wie sagt man, die Hülle für die zukünftigen. Ja, genau. Aber es ist zeitlich, ne, dass sie... Also ich kann mich nicht mit denen identifizieren. Dann frage ich mich, wurden wir, also ihr zwei und ich und viele, viele andere, wurden wir vielleicht später erst hier auf diese Erde abgesetzt, aus einem anderen Bewusstsein? Ich wurde erst 1969 abgesetzt. Ja, also mit der Reinkarnation hast du es dann auch nicht so, oder wie? Kann ich dir nicht beantworten. Ich habe mal eine Rückführung gemacht. Ich habe das mal ausprobiert, ja, das ist ein sehr spannendes Thema, also kann man mal testen, ja, also sich darauf einlassen auf das Thema ist halt die Voraussetzung und da auch mal darauf achten, was dann im Geist passiert, ja, und ich habe Bilder empfangen, also ich glaube schon, ja, dass da eine Umwälzung, möchte ich nicht nennen, aber ein Kreislauf, ein Zyklus besteht, ja, also damit lässt sich halt auch erklären, dass du Menschen kennenlernst, die ja sofort einen Draht zu dir haben, ja, aber es ist ja nicht gesagt, dass es immer die gleichen Seelenanteile oder dieselben Energien da reinkommen, vielleicht spaltet es sich auch auf und es kommt wieder eine neue Mischung, das weißt du alles nicht. Ja, jetzt würde ich gerne nachfragen, wann deine Rückführung war, weil ich habe eine Rückführung in meinem Leben gemacht, da war ich ein Junge nach dem Zweiten Weltkrieg und ich bin mit 15 gestorben, das heißt, ich bin 1961 wiedergekommen, also relativ schnell danach. Das ist die einzige Erinnerung, die ich habe. Habt ihr beide Rückführungserlebnisse und wie weit gehen die zurück? Ich habe noch keine, also ich habe mich natürlich auch mit dem Thema beschäftigt, ich kann dir jetzt aber nicht unbedingt sagen, ein konkretes Thema habe ich jetzt so tief, bin ich da noch nicht reingegangen. Ich glaube schon, dass irgendwo ein, zwei, drei, vier Leben schon da gewesen sind. Ich denke auch, dass ich irgendwo meine letzten Wurzeln oder zumindest das letzte Mal vermutlich irgendwo entweder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg mein Leben oder zumindest ein Leben hier beendet habe. Das, zumindest glaube ich das.
ich bin auch der festen Überzeugung, dass meine Interessensgebiete, die ich habe, die habe ich vorher mitgebracht, die haben sich entwickelt, aber sie waren vorher da. Die Bonbon-Papiere waren ja vorher schon, oder die Bonbons waren schon in mir drin. Ich entwickle sie halt. Und ich habe nicht umsonst da hinten einen Haufen von Modellen, von Militärfahrzeugen stehen, weil ich da eine unheimliche Begeisterung empfinde und mich das ganze Thema auch ansieht, wo ich auch dieses Verständnis dafür habe. Auf der anderen Seite können Sie mir heute Dinge vorführen, oder das haben Sie schon in der Schule probiert, da habe ich keinen Zugang dafür, das interessiert mich nicht, aber daraus leite ich alles ab und ich empfinde da jetzt auch keine Angst davor oder irgendwas anderes, was vielleicht sagen. Komischerweise immer und schon als Kind, ja, wenn ich Schiffe sehe, große Schiffe, ich möchte die immer versenken, ich weiß nicht warum, ja. Ich sage mir immer, oder so ein großes Schiff, Torpedo rein, bumm, weg. Warst du das mit der Evangelist? Das war ich nicht. Großvater war allerdings auf dem U-Boot. Also gehe ich doch mal davon aus, dass da natürlich Dinge irgendwo überspielt werden. Ja? Der hat es übrigens überlebt. Ja, aber das kann aber auch über die Familiengeschichte transportiert werden. Weißt du, weil ja da viel auch noch erzählt wird. Über den U-Boot, und dann speicherst du das ab. Obwohl, der war nie da. Also von dem her ist, ja, aber dein Vater war da. Waren irgendwie, also keiner hat darüber geredet in dem Sinn. Also ich hatte jetzt keinen Input in dem Sinn, sondern wenn, dann muss das irgendwo anders reingekommen sein oder übertragen worden sein. Ja? Das sind dann diese Energien, die dann irgendwo vielleicht hängen bleiben oder die mittransportiert werden oder die man einfach mit übernimmt. Ja? Aber das ist ja nichts Verkehrtes. Und wenn ich mich jetzt frage, oder meine Erklärung wäre zumindest, naja, irgendwo meine Essenz hat sich gesagt, so, da oben gibt es einen Baukasten, das nehmen wir jetzt mit. Und entwickeln das dann da unten. Und das möchte ich dann in diesem Körper einfach erleben und umsetzen. Ja? Also es gibt ja genug Kinder, die können innerhalb kürzester Zeit, das wissen wir ja heute, Klavier spielen wie die größten Meister, jeder irgendwann einmal, ohne dass die jetzt da jahrelang sich irgendwo, ja, das trainiert haben oder sonst was. Und andere, die setzt du an der Klavier, die werden in 100 Jahren keinen Ton rausbringen, weil sie keinen Zugang haben. Und ich sage mir, das sind aber Fähigkeiten, die habe ich mir vorher ausgesucht und mitgenommen, um dann hier reinzukommen und um die hier dann auch ausleben zu können. Ja. Und dann kommen wir natürlich, wenn ich jetzt ein System habe, das genau das weiß und diese Dinge als Grundvoraussetzung annimmt. Kurz Pause. Also, ich mache Pause kurz. Ah, okay, Moment, Entschuldigung, anhalten. So, also die Kuhbewegung, wollte ich nur noch sagen, die gibt es auch. Ja, das ist, das haben wir jetzt auch schon mal, das musst du auch, glaube ich, aus einer anderen Sicht sehen, weil das sind dieselben Mechanismen. Also das, was die eine Seite macht, macht die andere Seite auch. Ja, also das kannst du da ablesen. Da wird halt, hier wird die Angst vor Corona und dort wird die Angst vor der Impfung. Dann hier der ganze Dreck auf der Seite und hier sagt man, man hat praktisch das Gegenteil. Das ist nichts anderes als auch eine Spaltung aus meiner Sicht. Ja, ob das die Lösung letztendlich darstellt, keine Ahnung. Mir ist nur aufgefallen, dass man Kabbala mit Kuh schreibt. Also wenn ich jetzt von der Kuhbewegung rede, dann rede ich nicht von der jetzt aktuellen, sondern ich rede von einer Urchristenheit, die sich ja. Kuh, die Kuh, Kuhlogien heißen, die Kuhlogien. Christ schreibt auch mit Kuh. Genau, das ist spannend, ja, genau. Wie wir gesagt haben, der Urchrist ist derjenige, der sich nicht kontrollieren lässt. So ist das, ja. Und das ist ein wunderbares Schlusswort. Michael, du wirst gefragt, merke ich, ne? Ich finde, das jetzt ist... Jetzt geht's wieder, alles gut, ja, es ist erledigt. Also jetzt hätte ich noch 2-3 Minuten. Ah, okay, weil das ist, finde ich, die Frage ist ja oft, dass uns dann die Leute fragen, nicht die Leute, aber die Menschen vielleicht, was ist denn die Lösung oder gibt es eine Lösung? Das ist natürlich nie als natürlich gibt es eine Lösung. Als Instant... nicht, aber ja, erzähl, Michael, die Lösung. Du bist die Lösung. Du selbst bist die Lösung. Du wirst dein eigener Erlöser sein, du wirst deine eigene Lösung sein, du wirst die Lösung immer nur in dir finden. Ja? Und das ist halt das, was mit der Eigenverantwortung, ich kann das nur nicht oft genug wiederholen. Die Eigenverantwortung bedeutet, ich habe die eigene Antwort. Ich brauche kein System. Ich brauche meine eigene Antwort. Das ist alles da, was ich brauche. Das ist das, was ich in den letzten 5 Jahren für mich festgestellt habe. Und da deckt sich das auch wieder mit vielen, vielen Wegbegleitern, die ich hatte, die mir immer so auch einen Impuls mitgegeben haben. Da war einer dabei, der hat gesagt, es geht hier nicht darum, rauszufinden, was du kannst, was du werden willst. Du musst rausfinden, was du schon bist. Und wenn du das hast, ja, dann kannst du anfangen zu erweitern. Super. Zum Thema Lösung und Loslösung fällt mir das alte alchemistische, wie du Blei zu Gold machen kannst. Und das denke ich, da geht es um einen Individuationsprozess, zu dir zurückzufinden, zu einer Religio.
Und Solve et Coagula heißt ja nicht umsonst Binde und Lösen, also Lösen und Binden, Auflösen und Binden. Das heißt, löse dich von dem, was nicht zu dir gehört, was nicht zu deiner Natur gehört, was nicht zu deiner Essenz gehört und verbinde dich mit deiner Essenz. Und ich sage immer, dann ist der Rest, da braucht man nicht zum Psychotherapeuten gehen und mit dieser scheiß Psyche vom Freud darum machen und an uns herumzudoktern, sondern dann... Die wahren Ketten, die sprengst du im Kopf, nicht an deiner Hand, an deinem Handgelenk. Ja. Genau. Der Rest folgt. Alles andere kommt. Ja. Okay. Marc, hast du auch noch ein schlaues Schlusswort oder war es das? Das haben wir doch jetzt damit gehabt, das passt doch. Passt doch, gell? Ich finde auch. Du hattest ja das gesagt, ne, mit dem, dass der Christ, der wahre Christ, nicht zu kontrollieren ist. Das war ein wunderbares Schlusswort, wenn ich das nochmal hier rot unterstreichen darf, mit Ausrufezeichen. Rot. 5 Ausrufezeichen. Oder doch vorne und hinten. Vorne und hinten, damit es auch jeder ein Telegramm mitbekommt. Ne? Ja, auf Pergament mit blauer Tinte. Wunderbar. Also dann alles klar. Und grüne Unterschrift. Es hat mich sehr, sehr gefreut, ihr Lieben. Ich halte jetzt wieder mal die Aufzeichnung an und verabschiede. Danke, Katharine. Ich will mich auch noch verabschieden. Also, war schön. Super, ich fand auch. Das war sehr gehaltvoll. Übermorgen, ne? Ja, also ich mache mal jetzt auf Stopp.